Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ich möchte in diesem kurzen Video hier mal auf ein Video von mir reagieren, was ich selbst gemacht habe. Ich habe hier dieses Video, diesen Adventsgruß hier veröffentlicht. Und was am Ende für Reaktionen bei rauskam, das hat mich doch wirklich überrascht. Dieses Video war nur dafür gedacht, um meinen Zuschauern einfach einen schönen Adventsgruß zu schicken, beziehungsweise einen kurzen zu schicken. Und man sieht auch hier an den Bewertungen, das kam erst relativ gut an. Ich habe 200 positive bekommen und dann habe ich 240 Dislikes gekriegt. Was ist passiert? Nun, das Video wurde dann doch sehr häufig und schnell geklickt, auch kommentiert und geliked und ist dadurch ganz unverhofft in die YouTube-Trends gekommen. Und wenn sie da reinkommen, die Videos, dann ist es eben so, dass sie häufiger geklickt werden, weil in den YouTube-Trends sind halt die aktuellen Trends, die angesagten Videos drin. Und warum auch immer, ich habe das hier mit meinem kurzen Grußvideo geschafft, war gar nicht meine Intention. Aber was dann dabei rauskam, das hat mich halt wirklich geschockt. Und zwar viele Zuschauer haben das absolut nicht verstanden und haben mir das nicht gegönnt. Ich bin beschimpft worden, man hat mir vorgeworfen, dass ich mich da reingekauft hätte in die Trends. Was absoluter Schwachsinn ist, weil wenn ich mich in die Trends kaufen würde, dann würde ich doch schon ein anderes Video nehmen und nicht das hier, sondern eins mit mehr Content, mit mehr Inhalt. Wenn, dann sollte sich so eine Investition halt auch lohnen, in dem Fall so ein kleines Video, das kommerziell lohnt sich das gar nicht, das spielt überhaupt gar kein Geld ein. Ne? Also wer es vielleicht noch nicht weiß, ich mache auch Geld nebenbei mit YouTube, das ist hier halt ein Hobby und nebenbei mache ich da eben ein bisschen Geld darüber. Das kann man, weil YouTube eben diese Werbeannoncen schaltet und darüber kann man eben ein bisschen Geld verdienen. Aber wie gesagt, nicht bei einem Video, was nur 24 Sekunden geht. So, und dann kamen mir schon die Kommentare. Wie, YouTube, wie? Also es ist besser als irgendeine Abzocke, aber 10.000 Views und gerade mal 100 Bewertungen, wie geht das? Na, da wundern sich schon die Ersten. Okay, man kann sich ja wundern, das ist alles gar kein Problem. Ne? Ich habe dann auch zurückgeschrieben, dass es mich selbst auch wundert und alles noch kein Thema. Ne? Hier fragt auch einer, warum ist das in den Trends? Ich meine, ist ja nett, aber warum? Ist auch noch okay. Und dann geht's hier los. Super, in die Trends gekauft. Hast ja wohl nötig. Ne? Ich schreibe dann, dass ich das nicht getan habe und im Prinzip erkläre ich das, was ich euch gerade erklärt habe. Und hier steht mir dann auch mal einer bei, aber dann geht es hier auch weiter. Hör doch auf, ich war froh, dass dieses Zeug mit in die Trends kaufen aufhört. Manche Leute wollen anscheinend das nicht akzeptieren. Ja, na, da denkt dann auch wieder einer, dass ich mich in die Trends gekauft habe. Vieles habe ich auch wirklich gelöscht, weil es zu sehr unter die Gürtellinie ging. Einiges habe ich dann doch mal wirklich veröffentlicht und zeige ich euch jetzt mal. Wie viel hat es gekostet, du? Und dann sollte das hier wohl irgendeine Beschimpfung sein. Dann geht es hier wieder los. Richtig unnötig in die Trends gekauft. Na? Ah, da fragt sich dann auch einer, wie das reinkommt in die Trends. Da denkt wieder jemand, sein schlechtes Video hätte Trendpotenzial. Nee, ich habe das überhaupt nicht gedacht, aber bin dann halt reingekommen, ne? Ja, Henning Dummkopf hier. Henning Dummkopf, ja, der Name hat wahrscheinlich... Na, ich will nicht sagen. Na, ich sag gar nichts. Ich will mich hier nicht aufs selbe Niveau begeben. So, hier dann einer schwul. Ja, das kam dann häufiger vor, dass ich als Schwuchtel beleidigt worden bin. Hier wünscht mir einer den Tod. Möge der Uploader bitte sterben. Ja. Hä? Weniger Views als du Abos hast und in die Trends? Egal, ich gönne es dir mal. Ich gucke deine Videos nicht, aber ich denke mal, du bist korrekt. Ja, siehst du, das ist sowas dann auch mal okay. Und ich meine, ich kann ja mit Kritik leben, ne, aber konstruktive Kritik ist halt in Ordnung. Aber dieses, du bist schwul, hast du in die Trends gekauft, verrecke doch so ungefähr. Hier als Mädel bezeichnet mich einer da. Ne, hier ist das Wort Vollspasti zu lesen. Ja, also, ich verstehe es halt nicht. Ne? So, hier habe ich es noch weiterhin. Jetzt spammt man mich nur noch voll, seitdem das Video in den Trends war. Also hat man hier irgendwie so einen Spam-Fluch über mich erlegt. Ja, immer hier schön das Video. Tja, warum, Leute, warum? Ich meine, euer Leben wird dadurch nicht besser, eure Situation wird dadurch nicht besser. Und ganz ehrlich,
Mich interessiert es nicht, wenn ich so eine Kommentare kriege, die völlig inhaltslos sind. Was ich gebrauchen kann, ist konstruktive Kritik. Das veröffentliche ich auch, das lese ich mir auch durch, aber sowas, normalerweise lösche ich das immer gleich, aber ja, ich wollte einfach mal gucken, wo das noch so hinführt. Wie gesagt, die ganz, ganz harten Sachen, die habe ich gelöscht, weil ich die auch in so einem Video hier gar nicht verarbeiten möchte. Ich hoffe, der eine oder andere, der mir da so übel geschrieben hat, schaut sich das doch mal an. Und ja, dem möchte ich halt einfach auf den Weg mitgeben. Verschwende doch deine Zeit nicht, um mir hier, mir kleinen, unbedeutenden YouTuber, irgendeine dumme Nachricht zu schicken. Nutz doch deine Zeit besser. Nutz doch deine Zeit, um deinen YouTube-Kanal, wenn du auf YouTube aktiv bist, selbst nach oben zu bringen oder ja, dich irgendwo selbst weiterzuentwickeln. Aber vergolde doch deine Zeit hier nicht ja, in den sozialen Medien, um andere Leute zu beleidigen, zu beschimpfen, was auch immer. Es bringt nichts. Na, da hast du am Ende nichts von. Und wenn du Frust hast, den du abbauen musst, dann mach das beim Sport. Da tust du deinem Körper gleich was Gutes. Aber im Prinzip hier, das ist Mist, das bringt gar nichts. Ne? Und es hat mich echt gewundert, dass Leute so ticken. Aber es ist, man erlebt es halt immer wieder, auch im Alltag. Ja, anstatt dass die Leute an sich selbst, an ihren Fähigkeiten arbeiten, versuchen sie immer andere Leute klein zu machen, runter zu machen und sich ja, dadurch irgendwie eine Stufe höher zu stellen. Aber das klappt halt nicht. Ne? Dadurch, man steigt nicht auf, indem andere absteigen. Ja, dafür gibt es einfach zu viele Menschen. Man kommt dann schon wieder, wer anders nach der Qualität hat und nicht die, die nur ja, Mist labern. Wenn ihr halt selbst irgendwo nach oben wollt, was erreichen wollt, dann müsst ihr das durch Leistung machen und nicht dadurch, um andere schlecht zu machen. Aber ich will jetzt auch gar nicht weiterreden. Ich wollte das nur mal kurz so sagen. Ja, ich sag bis dann, euer Mac Peverick.